Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo von mir. Ich habe gerade mal geguckt, mein letztes Büchervideo war im Juni und da habe ich die Bücher vorgestellt von März und April. Sprich, holt euch ein Tee, macht kurz auf Pause, kuschelt euch irgendwo ein unter eurer Decke. Ich habe uns hier schon mal den Kamin angemacht und es werden einige Bücher. Ich werde euch jetzt die Bücher vorstellen, die ich von Mai bis November gelesen habe. Ich muss gestehen, es waren jetzt nicht so extrem viele, aber so 10 Stück werden es schon sein. Also beginnen wir mal direkt mit dem Lesemonat Mai. Im Mai habe ich genau 2 Bücher gelesen. Und zwar in dem letzten Video hatte ich euch ja gesagt, dass ich Girl on the Train angefangen habe. Ich muss sagen, ja, das Buch war in Ordnung, aber man hat nichts verpasst, wenn man es jetzt nicht gelesen hat. Ich war auch in dem Film drin, da war es genau das Gleiche. Man muss nicht reingehen. Dann habe ich noch ein ganz, ganz altes Buch gefunden in meinem Bücherregal, und zwar Der unschuldige Mann. Das Buch ist vom Jahre, steht nicht drin. Es ist schon sehr, sehr, sehr alt, vermute ich. Ich glaube, das habe ich mir damals von meiner Mama mitgenommen. Ja, fand ich sehr gut. Es geht um einen jungen Mann, der sehr von seinen Eltern getriezt wird, Klavier zu spielen. Er aber merkt, ja, es ist seine Leidenschaft, gar keine Frage, aber er möchte auch noch was anderes im Leben kennenlernen, außer sein Klavier. Geht von zu Hause raus, fährt in ein anderes Land, lernt dort ein Mädchen kennen, lernt generell Frauen kennen. Und ja, so geht die Geschichte weiter. Er merkt, dass er halt neben seiner Leidenschaft mit dem Klavierspielen halt auch noch andere Leidenschaften hat und zieht von zu Hause aus, zieht zu einem Kumpel. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne, nette Geschichte. Hat leider gar keinen Buchumschlag mehr. Habe ich wohl irgendwo mal verloren. Ja, aber das ist der Buchtitel Der unschuldige Mann. Dann habe ich im Juni auch 2 Bücher gelesen. Zunächst, wie Männer sich verlieben. Fand ich total interessant. Also ich liebe es ja eh, diese Psychologie, und mich interessiert das total. Und ich glaube, würde ich nochmal die Zeit zurückdrehen, würde ich jetzt, glaube ich, nochmal Psychologie studieren. Das interessiert mich sehr, sehr. Und erst recht, wie so Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann so zueinander finden, wie sie überhaupt zusammen leben, obwohl sie ja eigentlich doch so unterschiedlich sind. Ich ja mal den Buchrücken vorlesen. Hast du das Gefühl, immer wieder an den falschen Mann zu geraten? Du lernst jemanden kennen und alles ist spannend, aber schon nach kurzer Zeit ist alles wieder vorbei. Oder du führst eine Beziehung, nur leider verwandelt sich dein ehemaliger Traumprinz langsam, aber sicher zum Frosch. Alle anderen Frauen haben dieses Problem scheinbar nicht. In dieser Anleitung verrät dir der bekannte Autor und Beziehungscoach Danny Adams, wie Männer wirklich ticken und wie du die Köpfe für Anziehen und Verliebtheit drücken kannst. Du erfährst außerdem, welcher Typ Mann wirklich zu dir passt, wo und wie du ihn kennenlernst und mit welcher verblüfft einfachen Tricks du einen Mann an deiner Seite dazu bekommst, mehr Zeit und Aufmerksamkeit in dich zu investieren. Endlich ein Ratgeber, der wirklich weiterhilft. Ich kann das Buch nur empfehlen. Habe damit meinen Prinzen gefunden. Lesenswert von Saskia. Ja, also ich muss jetzt sagen, das waren so halt die üblichen Sachen, ne? Frauen sollen nicht klammern und den Männern ihre Freiräume geben. Und also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Buch ist, wo eine Frau, die wirklich verzweifelt nach einem Mann sucht, tatsächlich ihren Mann findet. Außer die Frau ist wirklich jemand, der den ganzen Tag nur klammert und die ganze Zeit nur bei ihrem Mann oder Freund sein möchte. Dann sollte man sich das Buch doch schon mal durchlesen. Aber ansonsten denke ich, es kütt wie kütt, wie man hier in Kölle sagt. So, dann habe ich noch gelesen von Ralf Schmitz, Schmitz Mama. Ich hatte ja auch damals Schmitz Katze gelesen, wo ich,
wo wirklich echt mega lachen musste, die ganze Zeit auch im Zug. Und Schmidts Mama war jetzt in Ordnung, aber definitiv nicht so gut wie Schmidts Katze. Also Schmidts Mama muss man auch nicht lesen. So, im Juli war ich dann ein bisschen fleißiger. Da habe ich tatsächlich drei Bücher gelesen. Wir fangen an mit dem Buch von Naomi Campbell. Ich wusste gar nicht, dass Naomi mal ein Buch geschrieben hat, aber hat sie tatsächlich. Es nennt sich Swan. Und es geht da um Naomi, wie ihre Karriere angefangen hat, aber nicht nur um Naomi, sondern auch über ganz viele andere Frauen, wo man sich eventuell denken kann, wenn man sich so ein bisschen in der Modelbranche auskennt, wer das eventuell sein könnte. Am Anfang war es sehr, sehr wirsch, weil sehr viele junge Frauen ihre Geschichten erzählt haben und oder ihre Geschichten erzählt haben, wie sie halt zum Model kamen. Aber nach einer Zeit hatte man das irgendwie drin und es war wirklich sehr spannend. Es sind auch Dinge passiert, die nicht so schön sind. Und also Hut ab, Naomi. Ich fand es wirklich richtig gut. Dann habe ich gelesen von Joy Fielding. Fielding ist mein erstes Buch von Joy. Ich glaube, das ist eine Frau, ne? Nur der Tod kann dich retten. So sieht es aus. Ich lese euch mal kurz den Buchrücken vor. Eine Frau zum Sterben schön. Als die Lehrerin Sandy Crosby gemeinsam mit ihrem Mann Lan und ihren Kindern nach Torrancey in South Florida zieht, kann sie nicht ahnen, welche verhängnisvolle Ereignisse ihr bevorstehen. Denn kurz nach ihrer Ankunft verschwindet an der örtlichen Highschool ein Mädchen spurlos und wird nach Tagen verzweifelter Suche tot aufgefunden. Doch während die Polizei sich noch bemüht, eine erste Spur ausfindig zu machen, hat der Täter sein nächstes Opfer bereits im Visier. Und er ist entschlossen, sein grausames Werk so langsam zu verrichten, bis sein Blutdurst gestillt ist. Fand ich richtig, richtig gut. War wirklich sehr, sehr spannend. Und ich meine auch, das Ende, das war nicht hervorsehbar. Mir hat es richtig gut gefallen. Letzte Buch, was ich im Juli gelesen habe, was mein absoluter Favorit war, ist Soul Beach. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ich habe es schon bei ganz vielen YouTube-Bloggern, Bücher-Bloggern in den Bücherregalen gesehen. Mir hat es persönlich total gut gefallen. Leider habe ich nicht das Hardcover, weil bei dem Hardcover ist noch die Buchspalte hier komplett schwarz. Ja, es gibt drei Teile. Es ist eine Trilogie. Das ist jetzt der erste Teil. Soul Beach, frostiges Paradies nennt sich das. Ich lese euch auch hier einmal den Buchrücken vor. Als Alice eine E-Mail von ihrer toten Schwester erhält, glaubt sie zunächst an einen schlechten Scherz. Dann folgt sie jedoch einer Einladung in die virtuelle Welt von Soul Beach, einem idyllischen Strandparadies, wo ihre Schwester Megan und ihrer Ermordung festsitzt. Hier entdeckt Alice eine völlig neue Welt abseits der Realität, die sie mehr und mehr in ihren Bann zieht. Doch wer steckt hinter Soul Beach und wer hat Megan umgebracht? Alice macht sich auf die Suche nach dem Mörder ihrer Schwester und gefährdet damit bald ihr eigenes Leben. Genau, also die Alice, die sitzt halt vor ihrem PC, ihre Schwester ist gerade gestorben und kriegt halt diese Einladung von ihrer Schwester, die tot ist, per E-Mail. Und sie denkt sich, das ist ein blöder Witz und das kann doch alles gar nicht sein. Ja, und irgendwann kriegt sie immer wieder diese Einladung und irgendwann denkt sie sich, ja komm, nimm's doch mal an. Und dann landet sie in dieser virtuellen, in diesem virtuellen Paradies. Und man wird richtig mit hineingezogen in diesem Buch, in diese virtuelle Welt. Man will selber gar nicht mehr da raus. Ich habe das Buch im Sommer ja gelesen und das war die perfekte Zeit. Ich glaube, jetzt wäre kein Moment dafür, dass ich so ein Buch lesen würde. Also ich würde das wirklich nur im Sommer lesen oder im Urlaub, wo es warm ist. Und dann macht es richtig, richtig, richtig viel Spaß. Und ich freue mich schon so sehr, den zweiten Teil zu lesen. Den hat Moritz mir letztens geschenkt. Und ja. Im August war ich faul. Ich habe ein Buch gelesen, aber dafür ein sehr, sehr gutes von Guillaume Musso. Wie ihr wisst, kann ich den Namen weiterhin nicht aussprechen. Das ist mein zweites Buch von ihm, Nacht im Central Park. Und ich hatte euch ja auch schon mal gesagt, seine Bücher sehen von außen immer so ein bisschen liebesromanmäßig aus, obwohl das überhaupt gar kein Liebesroman ist. Es ist tatsächlich so ein bisschen Thriller, würde ich sagen.
Eine Nacht ohne Erinnerung, die trotzdem unvergesslich bleibt. New York, 8 Uhr morgens. Alice, eine Polizistin aus Paris, und Gabriel, ein amerikanischer Jazzpianist, wachen auf einer Bank im Central Park auf, mit Handschellen aneinander gefesselt. Und sie sind sich nie zuvor begegnet. Wie in aller Welt sind die beiden hierher gekommen? Und vor allem, warum? Wieder gelingt es Musso, uns zu überraschen. Bis zur letzten Seite hält man den Atem an. Und das ist wirklich so. Also ich fand das erste Buch von ihm ja auch total cool und richtig gut. Und das auch. Man will es nicht mehr aus der Hand legen. Der macht so mega gute Romane. Einfach der Wahnsinn. Und zum Schluss auch, es dreht sich. Man weiß gar nicht, was ist jetzt hier eigentlich los. Es ist wirklich unbeschreiblich gut geschrieben und ich mag den Autor wirklich, wirklich sehr, sehr gerne und freue mich auch hier auf sein nächstes Buch. Ich habe ja noch einige Bücher von ihm gar nicht gelesen. Ich habe da ja auch letztes Jahr erst mit angefangen mit ihm. Wirklich, auch der Schluss, man ahnt es einfach nicht. Im Monat September habe ich gelesen, einmal von Emily Fried, Verborgene Laster und andere Geständnisse. Das ist so ein typischer Hausfrauen-Klatschroman, wie eine Frau sich fühlt mit Kindern und Haushalt und Ehemann und so weiter und so fort. Die Gedanken halt einer Hausfrau, einer typischen Hausfrau würde ich jetzt sagen. Ja, ist in Ordnung, habe ich mir im Sommer unten im Garten durchgelesen. War schön, aber wie gesagt, muss man jetzt nichts. Also man verpasst hier auch nichts. Das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, wenn ihr das nicht lest, dann verpasst ihr auf jeden Fall was. Und zwar könnt ihr euch ja vielleicht jetzt schon denken, die nächsten zwei Bücher sind von meinem Lieblingsautoren, und zwar Sebastian Fitzek. Ich habe es endlich geschafft, Passagier 23 im Urlaub zu lesen. Das habe ich auf Fuerteventura gelesen und es hat mich wirklich sehr, 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 sehr gefallen. Wie alle seine Bücher, außer Nachtwandler, das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Aber Passagier 23 war wieder der absolute Obermega-Hammer. Es handelt sich um ein Kreuzfahrtschiff und was da alles passiert, der absolute Wahnsinn. Ich war selber noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, aber wie man es ja hört, ist es da sehr, 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 sehr groß und man kommt oftmals nie in die kleinste Ecke und man sieht nicht immer alles. Und hier hat Sebastian wieder alles gegeben und wahre Fakten auf den Tisch gelegt, dass tatsächlich weltweit jeder 23. Passagier vom Schiff spurlos verschwindet. Das hat nichts mit Suizid zu tun oder dass er einfach von Bord gegangen ist. Er verschwindet einfach spurlos, was sich nie jemand erklären kann. Und das ist schon wieder richtig spannend, weil er arbeitet ja sehr oft mit richtigen Fakten, mit der Wirklichkeit. Und das liebe ich ja so an seinen Büchern. Also, lest es. Und zwar von Sebastian Fitzek, Noah, habe ich im November zu Ende gelesen. Es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Deswegen muss ich gestehen, ich habe Ende Oktober schon angefangen. Also Oktober, November ist das Buch. Ja, und auch hier wieder ein absoluter Oberkracher. Wirklich was zum Nachdenken. Also dieses Buch regt diesmal wirklich zum Nachdenken an. Also da ist man selber von betroffen. Nicht so wie jetzt Passagier 23, wenn man nicht auf ein Kreuzfahrtschiff geht, dann geht man halt da nicht drauf und dann ist man eventuell auch nicht betroffen oder ist auch so nicht von betroffen. Allerdings hiervon ist man definitiv betroffen. Und zwar geht es darum, dass auf unserem Planeten viel zu viele Menschen leben und durch diesen ganzen Klimawandel, dadurch, dass halt immer wieder mehr Menschen hinzukommen und in der Zeit weniger Menschen sterben, also es werden mehr Menschen geboren, als sie sterben, wird diese komplette Klimakatastrophe, die hier schon auf der Erde herrscht, immer dramatischer und es wird halt wirklich auch gesagt, dass die Menschen zu viel Fleisch essen. Pro Schwein benötigt man 20.000 Liter Wasser, was natürlich jede Menge ist. Irgendwann haben wir kein Wasser mehr. Das hat auch hier in diesem Buch der Fitzek tatsächlich alles mit Fakten herausgefunden, abgesehen von Öl und
alle diese Dinge, die wir halt irgendwie für unser tägliches Leben benötigen oder was wir meinen, benötigen zu müssen. Ich lese euch ja auch mal kurz den Rückentext vor. Zur Geburt Jesus Christi lebten 300 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Heute sind es 7 Milliarden. Wie viel ist zu viel? Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen nicht, was sie in der Stadt wollen, in der sie sich gerade befinden. Sie wissen nicht, warum sie auf der Straße leben. Sie wissen nicht, warum in ihrer Schulter eine frische Schusswunde verheilt. Sie wissen nur, jemand wollte sie töten. Und sie wissen auch, er wird es wieder versuchen. Weil sie ein Geheimnis in sich tragen, von dem das Schicksal der gesamten Welt abhängig ist. Werden sie sich erinnern, bevor es zu spät ist? Noah, der neue Thriller von Sebastian Fitzek. Also richtig, richtig, richtig gut. Erste Buch, wo man wirklich mal darüber nachdenkt, ob das, was darin passiert, gut ist oder schlecht ist. Man ist halt total, oder ich war total zwiegespalten, ob das jetzt richtig ist, was diese Bande macht, oder ob es richtig ist, was die andere Bande macht, so sage ich das jetzt mal. Ja, lest es euch einfach durch. Es wird euch bestimmt mal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Lesemonaten-Video gefallen. Liebe Grüße an alle Bücherratten unter euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!